So, mir ist gerade aufgefallen, letzte Nacht kamen gar keine Wölfe. Also kommen die jetzt doch nicht jede Nacht, sondern da gibt es noch irgendeinen Zufallsfaktor. Okay, worauf ich auf jeden Fall achten werde, ist, ob am nächsten Tag, oder wenn das nächste Mal die Wölfe kommen, ob es wieder zwei sind oder ob das mehr werden. Weil es sollen ja eigentlich immer mehr werden, bis man irgendwann tot ist, um so ein wenig Druck aufzubauen. Aber ja, Druck. Ich brauche Druck. Was machen wir als nächstes? Die Fliegen gehören zu Bio, kommen hier mit rein. Fallen haben wir genug aufgestellt. Kohle haben wir auch 30 Stück fürs Feuer. Ich wollte noch weiter die erforschten Sachen bauen. Und ich wollte auf jeden Fall Schweinehütten aufstellen. In jedem wichtigen Basislager, damit wir überall Wachen haben. So. Döner brauchen wir aber auch. Gas brauchen wir jede Menge und Stöckchen. So, Zwergen. Quatsch. Schweinewachen. Wo sind die Schweinewachen gewesen? Sleep Dart. Ja, den hätte ich auch ganz gerne. P-Box, Chests. Wo zur Hölle waren die Schweine? Achso, müssen wir dafür in der Nähe von den Maschinen sein? Nee. Birdtrap, Straw Roll, Sleeping Bag, Tent. Nö. 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 Ah, hier. Also beim Hammer, muss ich mir langsam mal merken. Und es fehlen immer noch die Schweine heute. Das können wir ändern. Wir laufen einfach mal fix zu den Schweinen runter. Mit ein bisschen mehr Platz im Inventar wäre ganz praktisch. Das kann da rein. Das kann da rein. Die Falle kann da aufgestellt werden. Die Fireflies, kannst du den Fireflies. Und das Fleisch kommt einfach mal hier rein. So. Gucken, ob da irgendwas hinläuft nachher. So, jetzt müsste es an Platz reichen. Ich will ja eigentlich... Stopp. Wir brauchen noch gammeliges Fleisch. Gammeliges Fleisch. Gammeliges Fleisch. So. Also eigentlich will ich den ja nur anködern. Und dann kurz in den Sumpf locken. Oder zu dem End, falls er noch da ist. Oder zu den Spinnen oder zu irgendwas anderem Garstigen. Nicht zu dir. Du musst schön weiter Dünger produzieren. Und dann hoffe ich einfach mal, dass diese Schweine heute recht häufig vorkommen. Alternativ könnte ich auch versuchen, ein Schwein zu bestechen, dass er mitkommt und ihn dann hinterhältigerweise irgendwo im Wald alleine umbringen. Ich weiß nur nicht, ob wenn die uns helfen, wir sie überhaupt noch angreifen können. Wäre ja eigentlich ganz schön fies und so. Aber, das müssen wir halt sehen. So, erstmal rüber zu den Schweinen. Die Uhr sieht gar nicht gut aus. Eventuell müssen wir da erstmal übernachten. Aber wir haben ja Kohle und Essen dabei, das passt schon. Und die Fangnetze, um die Feuerflies einzufangen, die auch da rumschwirren. Weil ich habe nicht so wirklich Lust, irgendwie nachts durch die Gegend... Warum waren da gerade Fireflies? Oh ja, ich habe nicht unbedingt Lust, im Dunkeln durch die Gegend zu laufen, um die einzufangen. Denn wir kriegen ja durchgehend Schaden in der Dunkelheit. Und so, Schweinekönig. Hallo Schweinekönig, machst du irgendwas Neues? Nö, willst du nicht. Schweine? Da sind die Schweine. So, so. So. Ich kann sie nicht mehr angreifen. So viel zu der Theorie. Aber ich kann noch einen mitnehmen. Doofe Kamera. Genau du. So, mitkommen. Die Nacht rückt immer näher. Aber wir haben da unten ja noch ein Lagerfeuer. Das passt schon. Mal gucken, ob der... Die Bäume bewegen sich jetzt ganz komisch. Aber ja, mal gucken, ob der End noch da ist. Oder ob der nicht gespeichert wurde. Das kann ja auch sein. So ein Patch kann ja alles Mögliche verursachen. Na doch, da ist er noch. Und sogar ein Schweinefleisch ist noch über. So, greif den da mal an. Danke. Und ich habe vergessen, den Waffen zu geben. Ich drücke mal einfach einem die in die Hand. Oh, wir können sie doch angreifen. Na gut. Also ich hatte wohl einfach die falsche Waffe in der Hand. Also wir können die Schweine bestechen, um mitzukommen und dann einfach einzeln umbringen. Ist ja auch sehr fies, aber ja.
So, und wir haben unsere vier Schweinehäute und jede Menge gutes Fleisch. Heißt, wir können zu den Schweinen zurückkehren. Die werden sich wundern, wo ihre Freunde geblieben sind. Und wir können im frühen Abend auch schon Feuerfleiß sammeln. Nö, die tauchen immer nur ganz kurz auf. Vielleicht, damit man weiß, wo sie in der Nacht sind. Also ich könnte mir jetzt merken, da und da tauchen die auf. Also mache ich hier ein kleines Lagerfeuer. Und sobald die richtige Nacht kommt, laufe ich da ganz kurz hin. Das könnte ich mir vorstellen. Aber erstmal hier. Feuer, 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 Feuer. Und ein wenig Essen. So. Was können wir denn Produktives hier bei den Schweinen in der Nacht anstellen? Wir können Holz hacken, damit ein End kommt. Nee, wir können Stöckchen sammeln. Könnten ein paar Samen braten. Oh, und das Fleisch verbraten, das ist eine gute Idee. Also einmal testweise hätte ich noch gerne ein besseres Monsterfleisch. Einfach nur zu gucken, ob jetzt nach dem Patch die Schweine irgendwas Neues machen, wenn sie das bessere Fleisch bekommen. Dann das gute Fleisch verkochen. Das brauchten wir ja auch noch für diese komische Wiederbelebungsfleischpuppe, die echt skurril ist. Pigskin können wir nicht braten. Shift? Es hat immer noch den Schwanz dran. Ja. Was sagt er eigentlich bei dem Amulett jetzt? Ich fühle mich so sicher, wenn ich es trage. Also ich habe mir sagen lassen, dass es eigentlich einen wiederbelebt. Aber es könnte auch eine Form von Rüstung sein. Weil ich finde, es macht nicht wirklich viel Sinn, das zu tragen. Weil wenn wir die Rüstung anhaben, dann sterben wir ja gar nicht erst. Wenn wir das Amulett anhaben, sterben wir schneller und werden wiederbelebt. Ist also witzlos. Oder gleichwertig. Da habe ich wohl irgendwas noch nicht richtig verstanden. Und ich will jetzt nicht testen, wie viel Schaden wir mit der Rüstung bekommen, wie viel Schaden mit dem Amulett. Das könnte in die Hose gehen. Das muss nicht unbedingt sein. Also nee. Das ist eins der Experimente, die wir ein bisschen später machen können. Jetzt will ich erstmal gucken, wie lange wir gegen die Wölfe bestehen können. Und es die Nacht ist gleich schon wieder rum. Die Mondanzeige. Da hatte schon mal jemand erwähnt, dass das vielleicht wichtig sein könnte. Oh, da sind Fireflies. Also die Mondanzeige, dass zu bestimmten Lunarzyklen andere Gegner kommen. Oder mehr Gegner oder weniger Gegner. Das kann ich so aber nicht unterschreiben. Weil die letzte Nacht war, glaube ich, Vollmond. Da kam gar nichts. Okay, in der Nacht vor dem Vollmond kamen die Wölfe, aber... Na gut, erstmal gebe ich dir jetzt gekochtes Monsterfleisch. Und da verhält sich nicht anders als sonst. Na gut, dann... Außer, dass er tanzt. Konstantin, komm mal mit. Speer in die Hand. Unterwegs können wir noch ein paar Experimente mit dem Schwein machen. Wenn es durchdreht, können wir es immer noch umbringen. So, nimm mal eine Schaufel in die Hand. Nee, nicht angreifen. Hier. Heb die Schaufel auf. Heb die Schaufel auf. Nicht tanzen. Das klappt also nicht. Töte Baum. Das ist wiederum praktisch. Das heißt, ich hau jetzt die Bäume an. Und er hackt sie ab. Ja, du Freund. Okay, er muss wohl jedes Mal neu irgendwas anhacken. Man kann nicht auf Vorrat ganz viele Bäume abhacken und er läuft dir dann nach und nach ab. Aber, ja, tanzen ist toll. Aber wenn wir mehr Schweine haben, dürfte das noch schneller gehen. Das heißt, wir ticken dann den Baum da an, da geht ein Schwein ran, ticken den an, geht das nächste Schwein da ran. Oder hauen alle auf den einen Baum rauf. Das müssen wir auch noch ausprobieren. Es gibt so schön viele Sachen zum Ausprobieren, das finde ich echt toll. Und warum hast du aufgehört, du Schwein? So. Wir dürfen also nicht zu weit weggehen, sonst hören die auf. Oder vergessen, was sie gemacht haben. Und den Befehl habe ich gar nicht gegeben, oder? Machst du jetzt automatisch weiter? Oh, das ist doch mal praktisch. Also schnappen wir uns 4, 5 Schweine, hauen einen Baum an. Und die machen dann alles auf dem ganzen Bildschirm kahl. Oh, das ist schick.
Das ist echt schick. Wir brauchen definitiv ganz viele Schweinehütten in jeder Basis, die wir haben. So, aber genug rumgealbert. Komm mit, Schweinchen. Schweinchen. Genau. Okay, es ist nicht Schweinchen, es ist Konstantinus. Nee, Konstantin. Oh, Konstantin. Der Name sagt mir auch noch was. Also ja, der Film natürlich. Aber Konstantin war auch mal wieder irgendeiner aus der Antike. Hab nur keine Ahnung, welchem Zusammenhang der war. Ich glaube, das war auch wieder ein Kaiser. Die hatten so viele damals. Ja, ich bin gut. Das ist vollkommen richtig. Es ist ja auch nicht so, dass ich all deine Freunde in den Tod geschickt hätte. Buddelst du auch für uns? Nö. Und tanzt für uns. Neue Schaufel. Schaufel. Oh, eine Kette. Nee. Ein gehärteter Gummistöpsel? Ja, alle meine Badewannen-Stopfprobleme sind gelöst. Wir haben also einen Plastikstöpsel gefunden. Den wollte ich eigentlich gerade um den Hals hängen, weil ich dachte, das wäre eine Kette. Aber das lassen wir dann mal lieber. Den können wir wahrscheinlich einfach so verforschen. So, nicht ausbuddeln, nicht ausbuddeln. Das sollst du aufsammeln. Genau. Macht das Schweinchen irgendwas mit den Yaks? Nein, das ist sehr gut. Das wäre nämlich echt ein Haken gewesen. Und mit einem Grund, warum wir hier keine Schweine aufstellen könnten, sollten, dürften. Und die untere Farm ist anscheinend wirklich schneller. Aber wie viel schneller kann ich nicht sehen, weil ich zu spät hier angekommen bin. Genau, und dich wollte ich eigentlich umbringen. Speer? Speer. Warum umbringen? Also ja, ich wollte gucken, wie viel die aushalten und so weiter. Aber wir können ja doch einfach hier behalten. Und schauen, ob er über Nacht bleibt oder ob er dann zurück zum Dorf läuft. Ja, das können wir mal testen. So, solange wir noch Licht haben, sollten wir hier die äußeren Bereiche mal ein wenig leer pflücken. Hilfst du mir beim Pflücken? Nö, tanzt nur. Gut. Beim Essen würdest du mir garantiert helfen, das weiß ich. Schmeißen wir mal eine Beere hin. Ich will keine Beeren. Das sind wohl Fleischfresser, hm? Ja, stimmt, die haben ihre Kumpel aufgegessen, als wir das letzte Mal da ein kleines Chaos angerichtet hatten. Ja, es wird dunkel. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Was machst du? Wo gehst du hin? Schweinchen? Der macht komische Sachen. Ess mal die Beeren hier. Jum, Fleisch und läuft weg. Nö, also nachts bleiben die wohl nicht bei einem. Und laufen in die vollkommen falsche Richtung weg. So viel zu der Idee. Na gut, erstmal wieder Feuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann düngen. Ne, nicht das Düngen. Die Dünger schmeißen wir mal so hin. Mein Inventar sieht wieder aus wie total zusammengewürfelt. Das Teil können wir verforschen. Wir sind bei 5. 85. Das ist schon mal gut. Das wollten wir behalten. Wir wollten so ein Schweinehaus aufstellen. Dafür fehlt uns Stein und Bretter. Und 100 Punkte. 100 Punkte haben wir schnell gemacht. Ich höre was Komisches. Hörte sich gerade an wie ein Flugzeug. Also im Spiel, nicht irgendwo hier bei mir. Du. Warum hat er sich hingelegt? Das war komisch. Hat sich einfach so hingelegt und ist dann von mir getötet worden. Komische Truthähne. Aber das stelle ich nicht in Frage. Das wird einfach so hingenommen. So, also das Flugzeuggeräusch habe ich nicht mehr wieder gehört nach dem Truthahn. Und diese
dieses komische Geschrei, was wir letztes Mal hatten, bevor die Wölfe kamen, höre ich auch nicht. Ich höre nur die Fliegen, das Ding da. Und irgendein sapschiges Geräusch. Keine Ahnung, was das ist. Na gut, also anscheinend keine Wölfe. Sapling. Alle mit. Und wie wir sehen können, keine neue Fireflies hier in der Nähe des Lagers. Das heißt, man muss die echt sozusagen jagen gehen und immer wieder neue Lagerfeuer aufstellen. Was recht ressourcenfressend ist. Aber wenn diese Halloween-Schädel da durchgehend brennen, dann wäre das ja echt extrem praktisch. Achso, du warst in der Kiste, ne? Ja. So, die guten Fleischstücken brauchten wir für die Magie, für das Ding da. Dafür brauchten wir noch Haare und Bretter. Haare. Dürften wir wieder genug haben? 5 Stück. Könnten wir also gleich wieder eins davon bauen. Ist ja, komisch. Das würde ich aber gerne nicht hier im Lager bauen, sondern irgendwo anders. Nur für den Fall, dass, die Wölfe hier sind und wir hier sterben oder gleich hier wieder auftauchen. Das wäre nicht so toll.